Der Heiko Antoniewicz ist ein renommierter deutscher Spitzengastronom, Buchautor und Dozent. Er ist auch bekannt für seine innovativen kulinarischen Event- und Messe-Caterings. Jetzt ist er einer Einladung in die Schweiz gefolgt und hat sein Fachwissen in Sachen Rohstoff und Fermentation weitergegeben. Heiko Antoniewicz ist, wie die meisten seiner Berufskollegen, ein Koch aus purer Leidenschaft. Bereits als Jungspund beweist er sein Können in vielen Wettbewerben. Heute gehört er zu den ganz Großen und spielt sozusagen in der deutschen Koch-Bundesliga. Als Dozent widmet er sich mit Vorliebe dem Thema Rohstoffe sowie Fermentation. Also im Grunde ist es die Definition für mich an Rohstoffen ist, dass Heimat so schmeckt. Wir haben also bei dem Thema Rohstoff haben wir einen Zirkel um Dortmund gemacht, wo wir unseren Firmensitz auch haben, von 50 Kilometern. Und alles das, was wir da in diesem Zirkel auch finden, von 50 Kilometern Umkreis, nutzen wir neue Rohstoffe, bekannte Rohstoffe, auch vielleicht Unbekanntes, was man früher im ersten Blick erstmal gar nicht gesehen hat, sondern erst im zweiten Blick dann auch wahrnimmt, wie Kleeblüten oder Kleeblätter letztendlich, die man auch verarbeiten kann. Heiko Antoniewicz ist ein Freund der regionalen Küche. Am liebsten verarbeitet der Koch regionale Produkte. Allerdings ist das Angebot diesbezüglich in Dortmund eher beschränkt. Aus der Not eine Tugend. Und dann sind wir einfach raus in die Natur gegangen und haben geguckt, was die Natur uns einfach noch mal mehr zu bieten hat, als das, was wir auch denken. Und wenn man das verstanden hat, ist das ein Riesenfundus, mit dem man auch arbeiten kann. Nachtkerzenblüten, gleich neben der Straße gepflückt, mit Kichererbsenpüree und Lammfilet. Fermentierte Schwarzwurzel mit Kalbsherz an Petersilienöl, Rapsstängel, Kalbsleber und Kirschtomaten. Es bedarf bei den Kursteilnehmern ein wenig Vorlauf, bis sie dem Braten trauen. Was der Bauer nicht kennt? Also man merkt ganz am Anfang, wenn wir über diese Thematik Rohstoff dann auch sprechen, ist es für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn wir in der Theorie sind, merkt man einfach so eine gewisse Distanz, die nicht schlimm ist. Aber wenn man das isst und dadurch einfach Vertrauen dann einfach nochmal schaffen kann und auch merkt, dass es schmeckt, dann wird es immer wieder unkomplizierter und man bekommt immer mehr Freunde und Fans dieser Art und Weise, dieser Küche.